Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video vom Zen-Garten Paraguay. Es geht wieder um den Baufortschritt. Und hier könnt ihr sehen, unsere Maler sind voll am Werk. Ja? Wir kommen gleich noch mehr dazu, aber ihr seht, volle Arbeitsausrüstung unserer Maler. Bevor ich es vergesse, wenn euch das Video gefällt, bitte einen Daumen hoch. Am besten gleich hier schräg noch den Kanal abonnieren. Und auf Kommentare freuen wir uns natürlich auch immer. So, es gibt einige Highlights diese Woche. Ich würde sagen, wir starten gleich. Kommt mit. Wie ihr hier gleich sehen könnt, der Boden im Wohnküchenbereich ist verlegt. Es fehlen noch die Fugen. Doch, ihr könnt sehen, grundsätzlich sind wir hier nahezu fertig. Die Bordüre fehlt noch. So, und jetzt haben wir noch etwas ganz Tolles. Die Innentüren sind da. Guckt euch das mal an, was wir für schicke Innentüren haben. Europäischer Standard. Mit schöner Bordüre und allem. Wir finden sie schick. Wir haben hier übrigens auch eine Metallleiste beim Übergang von einem Boden zum anderen. Und ja, in der kommenden Woche wird wohl hier dann werden die Badfliesen angebracht. Also, wie wir finden, mit bei den Innentüren wirklich gelungene Geschichte. So, gehen wir weiter nach oben. Werde Licht. Auch hier. Die Türen sind montiert auf beiden Seiten. Und kommt mal mit hier rein. So, wir haben einen Teil der Sachen, die wir schon gekauft haben, hier reingelegt jetzt, weil wir natürlich abschließen können, was wichtig ist, weil wir nachher noch so viele Bauarbeiter auf der Baustelle haben. Dieser Raum ist fertig gestrichen. Es fehlen jetzt nur noch die Lampe. Und natürlich die Steckdosen, Lichtschalter und so weiter. Die Türen sind noch eingepackt, damit hier nicht so viel passieren kann, damit sie gut geschützt sind. Ja, soweit doch ein wirklich schöner Raum. So, auch wie ihr hier sehen könnt, dieser Raum ist auch fertig gestrichen. Es fehlen nur noch Licht und Steckdosen, Lichtschalter und der ganze Kram. Ansonsten auch hier für uns jetzt schon fürs, kommt mal mit. Für die Bäder haben wir die Boiler, 100 Liter jeweils. Wir haben schon die Toiletten. Also so langsam kommt alles zusammen. Die Waschbecken haben wir bei uns im Haus gelagert. Es nimmt Formen an. Nächste Woche kommt der Klempner, um zu sehen, ob er schon weitermachen kann. Also insgesamt wirklich guter Fortschritt diese Woche. Auch hier übrigens, der Flurbereich ist gemacht, hat die gleichen Fliesen wie unten. Die kommen auch auf die Treppe drauf. Also wie ihr seht, es gibt ein Bild. So, wir sind jetzt auf der Terrasse vom Haus Kolibri. Wie ihr sehen könnt, diese Woche wurde hier die Sitzfläche noch fertig verputzt, sodass man sie dann als nächstes streichen kann. Und direkt hier am Eingang könnt ihr sehen, auch hier sind die Fliesen verlegt. Kommt mit rein. Ja, jetzt erstrahlt der Raum auch schon viel heller als früher. Es ist alles getrocknet, der Boden gibt Licht wieder, die Fenster sind ja natürlich drin. Also ein ganz anderes Raumklima als vorher. Und wenn ihr hier hinschaut, dann seht ihr schon einen Teil der Fliesen vom Bad. Aber das schauen wir uns gleich oben nochmal live an, denn das Bad wurde hier schon angefangen. Ich würde sagen, wir gehen hoch. So, wir haben im Bad noch kein Licht, aber ihr seht hier schon mal die Fliesen. Und wenn ihr nach unten schaut, diese Fliesen kommen in die Dusche und sind auch die Bordüre für die anderen Wandfliesen. Ja. Dort, wo sie tiefer sind, kommt Toilette hin. Dort, wo sie höher sind, ist ein Waschbecken. So, gehen wir hier in das Schlafzimmer. Ihr seht, auch hier ist schon viel verstrichen worden. Und als nächstes muss hier im Prinzip nur noch die Wandfarbe und dann ist dieser Raum bis auf die Elektrostecker und die Lampen fertig.
Ihr seht, hier sind die Maler hauptsächlich am Werke. Man sieht immer, wo sie ihre Material lagern. So, als nächstes schauen wir uns noch etwas im Garten an. Kommt mit! So, was man hier noch sieht, ist, die Fassade ist jetzt komplett verputzt. Das Abwasser aus den Klimaanlagen ist unter Putz. Wenn ihr da auf die Seite schaut, seht ihr zum Beispiel, dass das Rohr rausguckt. Das wird dann in die Regenrinne, in den Ablauf der Regenrinne integriert werden. Hier das Gleiche. Also richtig so, dass es sauber abläuft und dass es eine schöne Fassade trotzdem hat. Ja, in ein, zwei Wochen werden die Maler hier sich mit der Fassade befassen und die Regenrinne wird dann auch noch gestrichen, dann werden die Ablaufrohre hin montiert. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, ihr habt wieder schöne Sachen gesehen. Ihr habt gesehen, dass man auch hier wirklich mit Design und Geschmack gestalten kann. Es ist natürlich immer Geschmackssache, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Uns gefällt es. Und ja, ich denke, nächste Woche können wir euch die Bäder schon fertig zeigen, vielleicht sogar mit Licht. Schauen wir mal, ob Elektriker diese Woche Zeit hat, die restlichen Arbeiten zu machen. Ja, ich erinnere euch nochmal, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat.